Und ich habe so gesagt, oh Gott, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass das bei uns funktioniert. Wir leben hier im Paderborner Land und das gilt als sehr, sehr konservativ. Und ich habe mir nie erträumen lassen, dass es hier überhaupt Leute gibt, die sich in diesem Bereich engagieren würden. Wir nehmen euch mit zu verschiedensten Solawis in ganz Deutschland. Heute sind wir bei der Solawi Faushof in Salzkotten bei Paderborn. Gegründet wurde sie 2016 aus dem bestehenden Faushof heraus, einem Familienbetrieb mit Kühen, Rindern, Ackerflächen und einem großen Tatendrang für innovative Projekte. Den Gemüseanbau hat dann die Solawi hier auf den Flächen gestartet und versorgt heute etwas mehr als 100 Mitglieder mit Gemüse und wahlweise auch mit Eiern und Hühnerfleisch. Eine echte Besonderheit? Die Solawi Faushof ist die erste als gemeinnützig anerkannte Solawi-Genossenschaft. Der ursprüngliche Faushof-Familienbetrieb läuft übrigens parallel weiter, in enger Verbindung mit der Solawi-Genossenschaft und vielen Vorteilen für beide Seiten. Urs Mauck hat einen Tag dort verbracht. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Urs Mauck. Ich bin gelernter Gemüsegärtner und Berater für regenerative und solidarische Landwirtschaft. Meine Gesprächspartner heute sind Daniel Soltek, einer der leitenden Gärtner, und Marius Pötting, der Bauer des Faushofs, von dem Maschinen, Fläche und Gebäude stammen, der auch Mitglied des Vorstands der gemeinnützigen Genossenschaft ist. Let's go! Also was gerade richtig gut läuft, jetzt gerade heute haben wir Kartoffelaktionen, gute Kartoffelernte. Es gibt natürlich immer was zu jammern, gerade jammern wir da darüber, dass wir nicht genug Platz in unserem Kühlhaus haben. Aber das ist ein Jammern auf ganz hohem Niveau. Die Leute müssen jetzt zum Beispiel ihre Kürbisse alle schon mitnehmen, weil wir sie sonst nicht unterkriegen. Das sind Probleme, die wir eigentlich ganz gerne haben. Das glaube ich. Kommen wir mal zur Gründung, also Solawi Faushof. Wann und mit wie vielen Haushalten habt ihr gegründet? Wir haben vor 5 Jahren gegründet, sind eigentlich so ein bisschen überrannt worden. Wir haben eine Infoveranstaltung gemacht und ich habe mit maximal 20 Leuten gerechnet. Es waren über 150 Leute da und die wollten auch alle gleich unterschreiben. Wir waren eigentlich noch gar nicht so weit. Und dann sind wir parallel angefangen und haben schon mal mit 2 Kulturen angefangen, mit Kartoffel und Kürbis, und haben dann mit 70 Leuten noch erstmal ohne direkte Organisationsform gegründet und haben dann eine Arbeitsgruppe gebildet, die dann überlegt hat und erarbeitet hat, welche Organisationsform wir überhaupt wählen wollen. Und wo steht er heute? Heute stehen wir bei um die 200 Mitgliedern in der gemeinnützigen Genossenschaft und wir geben jetzt dieses Jahr 115 Ernteanteile aus und sind jetzt aber gerade in dem Prozess, dass wir überlegen, im nächsten Jahr nochmal wieder aufzustocken, wollen auf 130 Ernteanteile gehen. Genau, wir haben ziemlich viele Leute auf der Warteliste. Es ist so eine positive Auswirkung der Corona-Krise. Und dem wollen wir Rechnung tragen. Und die Fläche gibt es her, die Leute geben es her, sodass wir jetzt wahrscheinlich nochmal erweitern werden. Gib uns doch mal zu der Fläche, wo du es gerade erwähnst, mal so Rahmeneckdaten, vielleicht auch Kulturen und so, was ihr so tut. Ja. Wir sind vor 5 Jahren mit einem halben Hektar angefangen, mit 2 Kulturen, Kartoffeln und Kürbis, sind jetzt bei knapp 3 Hektar gesamtbewirtschafteter Fläche, bauen fast 60 Kulturen an, also wirklich querbeet, komplett durch die Bank. Viel auch für den Winter, also wir haben im letzten Jahr nur eine Woche gehabt, wo wir nichts abgeben konnten, sonst auch viel Lagergemüse, dass wir ganzjährig abgeben können. Wir haben 4 Folientunnel mit einer Gesamtfläche von um die 2000 Quadratmeter. Auch da liegen die nächsten Folientunnel schon bereit. Da wird noch ein bisschen was kommen. Melonen hatten wir dieses Jahr. Habe ich in Deutschland zum ersten Mal probiert und hat super geklappt. Die Honigmelone dann? Ja, 60 Pflanzen und es gab für jeden 2, also 240 Stück. Cool.
und kam halt richtig gut an. Ne? Also die waren super lecker, weil du halt in der Solar, wir können halt jeden Tag frisch reif ernten und so, das kannten die meisten gar nicht. Ja. Das war so gesehen richtig gut. Samenfeste Sorten oder mit was arbeitet ihr? Ja, alles samenfest. Mhm. Wir hatten dieses Jahr, weil Maike neu angefangen hatte im Frühjahr, da war schon Teil von der Planung gelaufen fürs Gewächshaus von Reinhard, der Gewächshaus, also der Gärtner von vorher. Und sie hat dann nochmal einiges umgestellt, auch so mit Pflanzabständen und Beetabständen und so. Und dann hatten wir auf einmal deutlich mehr Platz und haben dann nochmal nachbestellt. Tomaten einiges, Paprika nochmal die Drittel mehr, glaube ich. Mhm. Die haben wir dann bei Wunderlich, da mussten wir halt nehmen, was sie noch hatten. Und da waren Hybridsorten bei. Welches Beetsystem verfolgt er hier drin? Ja, das macht halt Maike, aber die stellt gerade auf diese 75er Market Gardening Beete um, auf wegen Rückenfreundlichkeit und so. Mhm. Genau, so, das sieht dann so aus wie jetzt bei denen hier. Ja. Genau. Viel mit Kompost, auch Holzkohle kommt hier auch immer rein. Komplett Eigenproduktion oder kauft ihr auch zu? Vom Gemüse her komplett Eigenproduktion. Wir sind jetzt angefangen, mit befreundeten Solavis so ein bisschen was zu tauschen. Was finde ich total Sinn macht, weil an unterschiedlichen Standorten gehen in verschiedenen Jahren gehen unterschiedliche Kulturen gut oder nicht gut. Da haben wir jetzt ein bisschen was gemacht und ansonsten komplette Eigenproduktion. Mhm. Jungpflanzen macht dasselbe? Jungpflanzen teils, teils. Wir haben bis jetzt, wir haben zwar ein beheiztes Gewächshaus, was aber noch nicht so beheizt ist, dass es für die Jungpflanzenproduktion im ganzzeitigen Frühjahr funktioniert. Deshalb die ganz frühen Kulturen kaufen wir die Jungpflanzen zu, und aber den Großteil machen wir selber. Mhm. 60% würde ich sagen. Zeig uns doch mal, wie. Wir haben hier die Quickpots, die normalen 77er und 104er sind das, glaube ich. Ihr macht alles in den kleinen? Ja. Auch nein, Salat, also, Kohl und. Nee, die haben wir hier für Salat, ne? Und so und Kohl. Diese 77er. Genau. Jetzt hier, wo jetzt der Mangold drin ist. Genau. Und in denen macht er auch einen Kohl? Ja. Funktioniert es gut? Das funktioniert einigermaßen gut. Dieses Jahr hatten wir Probleme mit Pilzkrankheiten ganz früh und haben dann Panik gekriegt und noch Kohl dazugestellt von unserem Jungpflanzenhändler. Und dann ist unser aber doch, hat sich doch noch mal rausgewachsen. Jetzt haben wir halt wahnsinnig viel Kohl dieses Jahr. Erde? Anzuchterde hatten wir gekauft. Das war ein relativ hoher Kostenfaktor dieses Jahr. Torfreie Anzuchterde hatten wir. Mit der war ich nicht so zufrieden. Also es hat irgendwie funktioniert, aber dafür, dass es so teuer war und so, war ich nicht begeistert. Und jetzt am Ende der Saison war die halt alle. Und dann habe ich selber gemacht aus Kompost, Sand und ja, so ein bisschen Torf, den wir noch hier rumstehen hatten, eine Handvoll mit reingemischt. So. Mhm. Aber nur, weil wir ihn eh hatten. Und das war super. Mhm. Also ja, würde ich nächstes Jahr, glaube ich, drauf umsteigen und die 1000 Euro sparen, ne? Dann Grünschnittkompost oder was für ein Kompost habt ihr verwendet? Ja, Grünschnittkompost, aber ein super Kompostwerk, also überhaupt kein Plastik drin und so. Mhm. Genau, ich habe den genommen, weil die halt gedämpft ist. Ne? Ich wollte da kein Unkraut drin. Wir haben eigenen Kompost, aber da hast du halt immer Wahnsinnsarbeit mit Unkrautzupfen und so. Ja, das geht nicht. Ja. Deswegen haben wir den genommen. Der ist hier um die Ecke, den können wir mit dem Miststreuer abholen. Ist echt super. Ja, Feldsalat hat das erste Mal, also letztes Jahr hat es gar nicht geklappt. Dieses Jahr sieht er ganz gut aus, der eigene. Mhm. Genau. Mit Tiefgefrieren. War jetzt, glaube ich, der Trick, der es gebracht hat. Also einmal die in eine. Platten oder? Nee, das Saatgut. Das Saatgut. Nee, Maike hat, glaube ich, einfach die Tüte ins Gefrierfach getan. Und bin begeistert. Also letztes Jahr war das echt ein Krampf. Ja. Und so kann man damit leben, finde ich. Wie macht es mit Depotstruktur und also habt ihr Abholstellen, packen die selber, packt ihr vor? Genau, das ist auch so eine Entwicklung, in der wir gerade mittendrin stecken, wo sich ja auch noch mal was verändern wird. Im Moment haben wir noch keine externen Depots, sondern nur die Abholung hier direkt an der Solavi. Da kommen wir aber jetzt langsam an unsere Grenzen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite merken wir auch, vom ökologischen Standpunkt her macht es auch Sinn, darüber nachzudenken, jetzt zumindest in Paderborn, der nächstgrößeren Stadt, wo viele unserer Mitglieder herkommen, da noch ein Depot einzurichten. Da sind wir jetzt gerade im Prozess, das auszuarbeiten, wie das gehen könnte. Weil da hängen natürlich auch noch andere Fragen dran. Bisher packen die Leute komplett selber. Wir wiegen nur die Gesamtmenge und teilen und schreiben an die Tafel, was es gibt.
In den Depots würde das so nicht mehr funktionieren, unserer Meinung nach, sodass wir dann auch vielleicht auf gepackte Kisten für die Depots gehen würden. Aber da sind wir jetzt gerade mitten im Prozess, da wird es die Veränderung jetzt fürs nächste Anbaujahr geben. Und mit wie vielen Leuten, wie viel Vollzeit oder wie seid ihr teammäßig gerade aufgestellt in der Solavi? Ja. Also wir haben eine Hauptgärtnerin und einen Hauptgärtner mit jeweils einer Zweidrittelstelle. Dann haben wir noch zwei Leute mit einer 450-Euro-Stelle. Wir haben noch die Freiwilligen und Praktikanten. Wir haben jedes Jahr zwei Freiwillige im Freiwilligen Ökologischen Jahr. Die teilen wir uns mit dem Hof und der Solavi, halb-halb. Und dann haben wir auch noch FOS-Praktikanten, Buftis, so Geschichten, Kurzzeitpraktikanten, das kommt immer noch oben drauf. Und wir haben ja eine relativ, also im Vergleich zu anderen Solavis, eine relativ hohe Mitarbeitsquote von den Mitgliedern. Mhm. Vielleicht habt ihr so, dass sie jederzeit kommen können oder so feste Zeiten? Also wir haben zum einen haben wir feste Arbeitseinsätze. Jetzt in der Hauptkulturzeit ist das praktisch jeden zweiten Samstag, wo wir Arbeitseinsätze haben, wo wir uns dann vorab überlegen, ne, was kann man machen, wo speziell nochmal zu eingeladen wird. Wie jetzt heute zum Beispiel die Kartoffelaktion. Dann gibt es noch Sonderarbeitseinsätze, wenn wir den nächsten Folientunnel aufstellen zum Beispiel. Und dann haben wir aber auch viele Leute, die zum Beispiel sagen, ich kann immer mittwochs morgens, ne, dann kommen die dann. Oder Leute kommen spontan, da haben wir eine Tafel, wo dran steht, was zu tun ist, wenn dann gerade keiner von den Hauptamtlichen da ist, dass die Leute dann trotzdem, wenn sie kommen, wissen, wo ihre Hilfe gebraucht wird. Komm noch mal zu dir persönlich, du hast ja auch einen relativ interessanten Werdegang und wolltest ursprünglich ja gar nicht in die Landwirtschaft. Erzähl uns doch mal, wie du jetzt doch hier gelandet bist und was da so dazu geführt hat. Es gab einen ziemlichen Umweg. Ich komme ursprünglich vom Hof, also das Ganze hier, das ist der Hof meiner Eltern gewesen. Aber zu meiner Schulzeit, ich hatte mit Landwirtschaft überhaupt nichts am Hut. Ich war in der Schule verschrien als der Stinkebauer, weil ich noch der Einzige war, der vom Hof kam. Und ich musste immer auf dem Trecker sitzen, während die anderen am Baggersee gelegen haben. Und ich habe Landwirtschaft gehasst. Ich wollte alles, nur kein Bauer werden. Und so war ich selber eigentlich ganz froh, als meine Eltern den Hof drangegeben haben, weil es einfach wirtschaftlich überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Wir haben damals Sauen gehabt und Ferkel produziert. Bevor wir anfangen mussten, Flächen zu verkaufen, um zu überleben, haben meine Eltern den Betrieb zugemacht. Und sind letzten Endes dann arbeiten gegangen. Und ich war da eigentlich froh drum. Für meine Eltern, gerade für meinen Vater, war das total schwer. Ich bin dann nach der Schule ins Ausland gegangen. Bin nach Honduras gegangen. Und habe dort Ersatzdienst für den Zivildienst gemacht. Und das war so ja, der erste Teil von meinem Schwenk, sage ich mal, ne, den ich machen musste, um wieder zur Landwirtschaft zurückzukommen. Denn ich habe in Brasilien mit landlosen Bauern gearbeitet. Wir haben viele Projekte rund um die Wasserproblematik gemacht. Und natürlich kommen die Gespräche darauf, ne, wo kommst du her, was machst du in Deutschland? Und als ich denen erzählt habe, ja, wir haben da so einen Hof, aber den bewirtschaften wir nicht mehr, da sind diesen Menschen die Augen aus dem Kopf gefallen. Weil sie leben und sterben buchstäblich dafür, für ein Stück Land, ne, auf dem sie arbeiten können. Und sie konnten das überhaupt nicht nachvollziehen. Und da bin ich zum ersten Mal ins Nachdenken gekommen. Und ich habe dann eine Ausbildung zum Zimmermann gemacht, habe dann nochmal eine Auslandsrunde gedreht, bin nochmal nach Honduras gegangen, nach Mittelamerika, habe da auch wieder in der Bauerngewerkschaft mit landlosen Bauern zusammengearbeitet. Und als die mir dann wieder genau die gleichen Fragen gestellt haben und ich dann nicht so eine richtige Antwort drauf finden konnte, da hat es bei mir dann irgendwann Klick gemacht. Und als ich dann nicht länger in Honduras bleiben konnte wegen zu starken politischen Engagements, bin ich zurückgekommen und habe gesagt, wir fangen wieder an. Der Betrieb war komplett tot, wir hatten keine Maschinen, wir hatten keine Tiere, die Flächen waren alle verpachtet und die Gebäude alle umgenutzt. Und da habe ich gesagt, wir fangen wieder an. Und dann haben die Menschen in Deutschland mich für verrückt erklärt und gesagt, das wird nie funktionieren, das wird sowieso ein totgeborenes Kind sein. Also auch euer Hof, was ihr da jetzt macht, mega spannend. Können wir jetzt an der Stelle hier nicht drauf eingehen.
hier jetzt der Kontext Solavie. Ja, also ihr habt eben den landwirtschaftlichen Betrieb. Wie kam es dazu, dass überhaupt jetzt hier noch eine Solavie ins Leben gerufen wurde? Ja, wir haben von der landwirtschaftlichen Seite sind wir sehr früh angefangen mit der Direktvermarktung. Wir haben eine Mutterkuhherde und mittlerweile einen Hofladen. Und da kam von Kundenseite kam die Frage immer wieder auf, hier, ne, warum habt ihr nicht auch Gemüse? Weil das gehört irgendwie zum Hofladen dazu. Und dann haben wir uns schlau gemacht, ne, wie funktioniert das mit dem Gemüseanbau, mit der Vermarktung. Und sind ziemlich schnell auf den Trichter gekommen, dass das absolut nichts für uns ist. Denn im normalen Gemüseanbau wird auch viel, viel produziert, was am Ende nicht vermarktungsfähig ist über die normalen Wege. Und das ist ein Prinzip, wo wir von vornherein gesagt haben, da wollen wir eigentlich nicht mitmachen. Und dann haben wir über die pädagogische Schiene, in der wir auch sehr stark unterwegs sind, auf dem Hof, haben wir Kontakt gekriegt zu anderen Höfen, in denen es Solavis gibt. Und haben uns die angeguckt und meine Frau kam ganz begeistert zurück und hat gesagt, das ist es. Und ich habe so gesagt, oh Gott, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass das bei uns funktioniert. Wir leben hier im Paderborner Land und das gilt als sehr, sehr konservativ. Und ich habe mir nie erträumen lassen, dass es hier überhaupt Leute gibt, die sich in diesem Bereich engagieren würden. Und dann haben wir einen Infoabend gemacht, ja, das hatte ich eben schon erzählt, und sind da praktisch überrannt worden und mussten ja wirklich sehen, dass es auch hier eine Szene gibt, die da total interessiert dran ist, dass es was Vergleichbares in dieser Gegend hier direkt nicht gibt. Und ja, so ist es gestartet. Also du warst von dem Andrang überrascht und es war scheinbar ein großer Bedarf für dieses Konzept. Ja, und damit hatten wir alle nicht gerechnet. Wir hatten gedacht, ja, vielleicht kann man mal so ganz klein, im ganz kleinen Stil irgendwie sowas anfangen oder so. Aber dass da sofort so viele Leute sofort gleich ein Antragsformular eigentlich unterschreiben wollten, was es noch gar nicht gab, davon waren wir total überrannt. So. Und deshalb lief das dann auch in der Anfangszeit praktisch parallel. Wir haben gesagt, wir müssen gleich schon konkret starten, ne, mit Anbau. Und da haben wir gleich die erste Fläche genommen und haben Kartoffeln und Kürbisse angebaut und haben dann erst uns gemeinsam hingesetzt und überlegt, ne, welche Organisationsform kann es sein, wie soll das Ganze strukturiert werden, was brauchen wir für Arbeitskreise und so. Und das lief praktisch von Anfang an parallel. Für welche Organisationsstruktur habt ihr euch jetzt letztendlich entschieden? Weil ihr hättet ja auch einfach sagen können, okay, wir als Faulshof, wir bauen jetzt Gemüse an und ihr kriegt irgendwie eure Kiste, aber ihr habt was anderes gewählt. Ja, und zwar von vornherein wichtig, dass die Solavi als Ganzes eigentlich eigenständig sein muss und eine eigene Struktur braucht, dass sie neben dem Hof steht, aber sehr nah dran. Das war letzten Endes der Grund dafür, dass wir gesagt haben, die Solavi braucht eine eigene Organisationsform und eigene Strukturen. Und es war von vornherein klar, dass das, was wir machen wollen, dass das gemeinnützig ist. Und dann haben wir geguckt, ne, wenn es gemeinnützig ist, welche Organisationsformen gibt es, die das abbilden können. Und dann ist das Naheliegendste war eigentlich der gemeinnützige Verein, der e.V. Und dann gab es noch, am Anfang war das nur eine theoretische Möglichkeit, eine gemeinnützige Genossenschaft. Da haben uns alle total von abgeraten. Damals, weil sie gesagt haben, sowas gibt es eigentlich noch gar nicht. Besonders hier bei uns im Regierungsbezirk gab es sowas zu dem Zeitpunkt noch nicht und gibt es bis heute auch noch nicht außerhalb von uns. Und der Aufwand der Gründung und auch der administrative Aufwand ist erstmal höher. Aber wir haben gemerkt, dass das eigentlich die Organisationsform ist, die am besten zu dem passt, was wir tun. Es ist eine Organisationsform, die ein hohes Maß an Verbindlichkeit hat. Viel höher als bei einem Verein, von der gefühlten Verbindlichkeit und von der gefühlten Identifikation. Dadurch, dass ich die Einlage leiste, mit dieser Einlage werden die Investitionen getätigt, mit dem Geld wird gearbeitet und so. Und es ist trotzdem möglich, das gemeinnützig zu machen. Und das waren am Anfang ziemlich dicke Bretter, die wir bohren mussten. Überhaupt, ja, da die entsprechenden Strukturen zu schaffen
Und auch einen Dachverband zu finden, ne, der das mitmacht und so, das war am Anfang alles andere als einfach. Aber im Endeffekt hat sich das als richtig herausgestellt. Das ist eine für uns gute Organisationsform. Gerade auch dadurch, dass wir praktisch alle 2 Jahre wirklich extern geprüft werden. Das gibt uns auch, die wir im Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten, auch eine Sicherheit, dass das, was wir machen, dass das Hand und Fuß hat, ne, weil es wirklich extern nochmal geprüft wird. Und deshalb sind wir weiterhin dabei. Und mittlerweile hat sich das auch eingespielt, ne, und funktioniert. Mein genossenschaftlich organisierte Solawis gibt es ein paar. Mhm. Soweit ich weiß, keine gemeinnützige Genossenschaft. Ja. Was war das nochmal, dieses on top auch noch zu machen? Ja, wenn dann richtig. Es ist im Endeffekt so, dass wir von vornherein eigentlich gesagt haben, die Solawi hat eigentlich hat 2 Standbeine. Das eine ist wirklich die Gemüseproduktion. Wir wollen die Leute ernähren, wollen das gemeinsam tun. Und das andere ist die pädagogische Seite, die Projektseite, dass wir gesagt haben, das, was wir hier tun, ist eigentlich ein idealer Ort, um Bildungsarbeit zu machen, ne, für und mit anderen Menschen. Und wir wollen das nicht nur für uns alleine machen. Wir wollen Bildungsarbeit nach innen machen und nach außen. Also wollen uns selber und unsere Mitglieder immer weiter ausbilden in diesem Bereich, wollen das aber auch nach außen tragen. Und gerade dieser Gedanke, haben wir gesagt, das ist einfach gemeinnützig. Und deshalb wollen wir auch diesen Status haben, ne, um das auch nach außen hin zu dokumentieren. Das ist in der Außenwahrnehmung von vielen Leuten ist das noch ein bisschen schwierig, so, weil es halt was ganz anderes ist als der Sportverein. So. Da ist das irgendwie klarer und eindeutiger und deshalb braucht es da einen langen Atem, um jetzt zum Beispiel hier bei der Stadt oder beim Finanzamt und so, das ist immer wieder, sind immer wieder auch Diskussionen und so, aber mittlerweile läuft das ein paar Jahre und funktioniert und jetzt sind wir auch an einem Punkt, wo wir auch so ein Standing haben, dass wir auch für die ersten Projekte jetzt öffentliche Fördergelder kriegen. Und der Gemüseteil ist auch im gemeinnützigen Mantel, also läuft alles darunter? Mhm. Das ist, weil viele Solawis haben das ja zweigeteilt. Ja, nee, das ist bei uns nicht geteilt. Mhm. Genau. Okay. Weil eigentlich im Endeffekt quasi die Gemüseproduktion auch Bildungsaspekt ist. Richtig. Und das, was die Mitglieder mitnehmen, ist nur Mittel zum Zweck. Genau. Also ihr habt eben neben dem ganzen Energiethemen, wo wir nachher auch nochmal drauf kommen, diesen partizipativen Aspekt, der euch so wichtig ist. Magst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen? Ja, es war für uns eigentlich von vornherein klar, dass wir in Bezug auf diese partizipative Seite so weit gehen wollen, wie eben möglich. Das heißt, bei uns gibt es eine Anbaugruppe, in die jeder reingehen kann und diese Anbaugruppe erarbeitet sozusagen, was und wie im nächsten Jahr angebaut wird. Das entscheiden nicht wir, sondern das entscheiden letzten Endes die Mitglieder. Wir haben Vorstand und Aufsichtsrat, weil das die Gremien sind, die vom Genossenschaftsrecht her notwendig sind, um so eine Genossenschaft am Laufen zu halten. Aber wir haben grundsätzlich gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat. Und diese Sitzungen sind immer öffentlich innerhalb unserer Mitglieder. Wir haben bei allen wichtigen Entscheidungen, die wir treffen, wir sagen immer wieder, das wichtigste Gremium bei uns ist aber nicht der Vorstand und auch nicht der Aufsichtsrat, sondern das wichtigste Gremium ist das Plenum. Wir treffen uns am jeden 26. und dort werden alle wichtigen Entscheidungen getroffen, die letzten Endes vom Vorstand und Aufsichtsrat nur vorbereitet werden, aber dort werden sie getroffen. Bei wegweisenden Entscheidungen sogar in einem Dreischritt, es wird in der ersten Sitzung vorgestellt, dann nochmal online diskutiert und dann erst in der nächsten Sitzung verabschiedet. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass da ist, so basisdemokratisch wie eben möglich, alle wichtigen Entscheidungen wirklich vom Plenum aus getroffen werden.
Und das führt dazu, dass so Entscheidungsprozesse manchmal auch lange dauern. So. Da braucht man manchmal ziemlich viel Geduld. Aber die Entscheidungen, die dann getroffen werden, die haben dann auch Hand und Fuß. Mhm. Weil wir eben schon teilweise mehrere Schleifen darüber gedreht haben. Zum Beispiel, als wir überlegt haben, ne, ob wir Hühner halten wollen, das hat über ein Jahr gedauert, dieser Entscheidungsprozess. Dann ist es aber auch eine Entscheidung, ja, die alle mittragen, wo alle mitgehen können. Mhm. Und ich habe gehört, dass auch eben der Wille, sich einzubringen durch die Mitglieder sehr hoch ist. Also eine sehr hohe Solidarität bzw. Identifikation. Jetzt wahrscheinlich so bei Mitgliedereinsätzen, aber auch punktuell mit wirklich ihrer Expertise. Magst du da noch zwei, drei Beispiele nennen? Ja, wir haben zum Beispiel jetzt ein neues Mitglied, der ist Elektriker. Mhm. So, und das ist ein Segen, weil es ist da über die Jahre da auch vieles gewachsen, wo immer mal wieder was angeflickt wurde. Und der hat gesagt und hat erstmal gesagt, oh, das sieht aber interessant aus. Hat es sehr positiv ausgedrückt und der ist jetzt, ne, in seiner Freizeit, der bringt das jetzt alles total auf Vordermann. Dann haben wir andere, wir haben ein Mitglied, der ist Steuerberater, ne, der bringt sich in dem Bereich ein. Dann haben wir andere Leute, die haben sich total in dem Bereich Kräuter irgendwie schlau gemacht und eingefuchst und die übernehmen jetzt den gesamten Kräuteranbau völlig unabhängig von unserem Gärtnerteam. Weil das Gärtnerteam gesagt hat, bei 60 Kulturen ist bei uns Schluss, mehr geht nicht. Wenn wir Kräuter haben wollen, dann muss das außerhalb von uns organisiert werden. Dann haben wir andere Leute, die sind fanatische Holzhacker. So, die machen unser Holz für unsere Holzkohleproduktion. Und so bringen sich die Leute mit ihren eigenen, teils auch professionellen Fähigkeiten dann praktisch mit ein. Ne? Ein anderer ist eigentlich Automechaniker und wenn irgendwas mit unserem Geräteträger ist, rufen wir ihn an und am nächsten Tag läuft das Ding wieder. Das ist echt, das ist ein totales Geschenk. Mhm. In Bezug auf unsere Mitglieder können wir uns ein moderates, langsames Wachstum ein bisschen noch vorstellen. Aber wir sind bei einer Größe, wo wir ja genug Einnahmen monatlich auch haben, dass wir die Leute bezahlen können, auch gut bezahlen können, sodass da eigentlich nicht mehr so viel passieren muss, sondern dass es dann eher wirklich ein qualitatives Wachstum ist. Und die Rechtsform Genossenschaft, ihr habt bestimmte Gründe, warum ihr die gewählt habt, aber macht die für so wenig Mitglieder eigentlich Sinn oder ist nicht eher ein bisschen zu träges, zu teures Konstrukt? Also die Organisationsform an sich erstmal ist nicht träge. Wir können von der Organisationsform her können wir Beschlüsse genauso schnell umsetzen wie in einer anderen Organisationsform auch. Es ist ein bisschen aufwendiger wie der für der Verein zum Beispiel, aber das schafft Sicherheit. Und es schafft auf der anderen Seite schafft es auch die stärkere Identifikation. Also wir haben mittlerweile eine sehr geringe Fluktuation unter den Mitgliedern. Also die Hürde, um einzusteigen, ist vielleicht ein bisschen höher, wobei wir haben eine Einlage von 150 Euro. So, das ist auch noch überschaubar und das Geld gibt es wieder, wenn man wieder austreten sollte. Zwar erst mit einer zeitlichen Verzögerung, weil wir mit dem Geld arbeiten. Wenn die Leute erstmal einmal dabei sind, dann bleiben sie. So. Und das ist genau das, was wir eigentlich wollen. So. Nicht so einen ständigen Wechsel, dass man immer wieder auch bei Null anfangen muss in Bezug auf das Zusammenbringen der Leute. Ne? Das ist so eine Organisation, die muss ja auch von den Beziehungen her wachsen. Das dauert. Ne? Und da ist es anstrengend, wenn man eine hohe Fluktuation hat. Habt ihr da besondere Methoden oder wie geht ihr um Diskussionskultur, Streitkultur? Also
wir haben verschiedene Arbeitsgruppen, die zu verschiedenen Themen arbeiten und die dann die Ergebnisse, die erarbeitet haben, ins Plenum tragen. Das Plenum ist, wie gesagt, das wichtigste Gremium, wo wir uns monatlich treffen und da wirklich die wichtigen Entscheidungen treffen. Ansonsten läuft natürlich, also was wir merken, was schwierig ist, ist praktisch die Einbindung der neuen Mitglieder jetzt in dieser Corona-Zeit. Das ist eine echte Herausforderung, weil wir ganz, ganz vieles wie die Arbeitseinsätze nicht in der gewohnten Form machen konnten. Wir konnten auch das Plenum nicht in gewohnter Form abhalten, sondern nur online. Und das ist aber eine andere Nähe. Das funktioniert technisch. Man kommt zu Ergebnissen, das heißt, der laufende Betrieb kann weitergehen. Aber in Bezug auf den Beziehungsaufbau ist das schwierig. Also das ist noch eine Herausforderung, jetzt die Einbindung. Das geht jetzt so langsam wieder los. Aber da merken wir schon, dass das wird uns noch lange nachhängen, so diese Zeit. Wie ist jetzt die Verbindung zwischen landwirtschaftlichen Hof, also eurem Familienhof sozusagen, und der Solawi? Also die Solawi hat als Genossenschaft erstmal die Flächen und einen Teil von unserer Halle vom Hof gepachtet. Und es gibt ganz, ganz viele Kooperationen. Zum einen machen wir sehr viele Maschinenarbeiten. Ne? Wir stellen die Schlepper und die Anbaugeräte zur Verfügung, die Solawi selber nicht hat. Die Solawi bekommt von uns den Mist für die Flächen. Wir machen, wir erbringen verschiedene Dienstleistungen, ne? Auch so im Baubereich. Wenn es jetzt an Infrastrukturgeschichten geht, so, da machen wir viel für die Solawi. Und auf der anderen Seite finden ganz, ganz viele von unseren pädagogischen Angeboten, zum Beispiel aber auch hier auf dem Gelände der Solawi statt, weil es einfach ein idealer Nährboden, sage ich mal, dafür ist, ne, wo man einfach ganz viel machen kann. Die Hälfte der Kartoffeln dieses Jahr haben irgendwelche Gruppen innerhalb von unseren pädagogischen Angeboten aus der Erde geholt. Und das sind total gute Synergieeffekte, die sich da einfach ergeben. Skizzier doch nochmal kurz deine Rolle und dann dein Selbstverständnis auch als Gründer und eigentlich auch Landbesitzer. Ja, also wir haben von vornherein gesagt, die Solawi und der Hof, die werden sich entwickeln, aber sie müssen sich nicht unbedingt parallel entwickeln, aber sie müssen sich so entwickeln, dass sie weiterhin gut zueinander passen. Und deshalb muss es eine enge Verzahnung geben. Das Gelände der Solawi liegt mitten in unseren Flächen. Also die Solawi hat wirklich die Sahnestücke von unserem Betrieb bekommen, weil das einfach logistisch, ne, mit Wasserversorgung, Stromversorgung, Anbindung an die Halle und so, das sind einfach da die besten Flächen, die sich dafür am meisten eignen. Und dann ist es aber auch notwendig, dass sich die Solawi nicht als Fremdkörper entwickelt, der irgendwann nicht mehr in den Hof hineinpasst. Wir hatten zum Beispiel am Anfang Diskussionen, ne, dass es praktisch keine Verbindung geben darf in Form von Mist, der auf die Flächen kommt. Wo Leute, die sehr hardcore vegan unterwegs waren, gesagt haben, das wollen die nicht. Und da haben wir gemeinsam überlegt, nee, das kann nicht funktionieren, weil wir haben eine Fruchtfolge, in die auch die Kühe mit eingebunden sind und die auch eine sinnvolle Verwertung von den Ruheflächen innerhalb der Solawi machen. Und das funktioniert nicht, wenn wir die Solawi-Fläche praktisch komplett aus dem Hofesgeschehen rausnehmen. Ja. Und so ist meine Rolle heute eigentlich so, ich bin immer in so einer Doppelrolle. Ne? Auf der einen Seite Verpächter und Dienstleister und auf der anderen Seite Mitglied im Vorstand und ganz normales Solawi-Mitglied auch. So ist es zum Beispiel so, dass die gesamte Vorstandsarbeit und so, das ist alles Ehrenamt. Und wenn ich aber mit unseren Maschinen auf dem Acker bin, dann ist das Dienstleistung. Genau, und das verschwimmt oft und da müssen wir aufpassen, dass wir zumindest ein paar Stunden auch immer mal wieder aufschreiben, aber wenn wir das nicht tun, kann man das immer noch unter Ehrenamt verbuchen. Jede Menge Idealismus mit bei der ganzen Sache dabei, wie glaube ich auf eurem ganzen Hof. Ein total wichtiges Thema,
von euch speziell auf dem Hof, aber glaube ich auch für die Solarwies das ganze Thema Energie. Ja. Ich glaube, das Stichwort reicht dir wahrscheinlich. Vielleicht beschränkst du dich auf das, was hier in der Solarwie passiert in puncto Energie. Ja, wir glauben, dass sich an dem Thema Energie und Ressourcen Wohl und Wehe dieser Welt irgendwo mitentscheiden wird. Und deshalb wollen wir da unseren Beitrag leisten. Als erstes Projekt ging es bei uns darum, ja, wir wollten unseren Anbau ausweiten, beheiztes Gewächshaus. Das Normale ist entweder mit Gas oder mit Öl. Und da haben wir von vornherein gesagt, das kommt für uns nicht in Frage. Wenn wir unser Gewächshaus beheizen, muss es regenerativ sein oder gar nicht. Und dann haben wir erst kleine Versuche gestartet und jetzt einen relativ großen Biomeiler gebaut, mit dem wir eines der Gewächshäuser beheizen. Über die Verrottungswärme, die wir mit einem Wärmetauscher abziehen. Und wir leiten diese Wärme dann in eine Fußbodenheizung. Wir haben den Mutterboden abgetragen, Fußbodenheizungsrohre verlegt und den Mutterboden wieder aufgetragen und dann erst das Gewächshaus aufgebaut und können somit jetzt das Gewächshaus über diese Fußbodenheizung, die sich unterhalb der Bearbeitungstiefe befindet, beheizen. Der Biomeiler besteht aus einem Gemisch aus Hackschnitzeln und Mist, wird relativ feucht aufgesetzt und fängt an zu rotten und bei diesem Verrottungsprozess wird er warm. Zwischen 55 und 60 Grad ist die Temperatur im Inneren und diese Wärme nutzen wir für das Gewächshaus. Der hat jetzt 2 Jahre lang seinen Dienst getan, ist jetzt durchgerottet, wird jetzt in Kürze abgebaut und wieder neu aufgesetzt. Ein bisschen größer als der alte, weil wir gesehen haben, es funktioniert, aber wir können durchaus auf der einen Seite noch mehr Wärme gebrauchen, auf der anderen Seite aber auch noch mehr Kompost. Weil das, was bei dem Verrottungsprozess entsteht, ist bester Kompost, den wir direkt natürlich wieder für die Flächen und die Gewächshäuser verwenden können. Okay, also ja. Hier ist diese Fußbodenheizung genau. Drin. Das heißt, die ist nur auf 20 cm oder was? Weniger, glaube ich. Weniger? Ja, ja. Okay. Damit sie auch Wärme bringt, ne? Haben sie gedacht damals. Aber ich finde es zu flach, weil du musst echt tierisch aufpassen. Deswegen würde ich gerne diese Leitung, den Biomeiler nächstes Jahr nutzen, um die Jungpflanzentische zu heizen. Also die Tische drüben? Genau. Die würden dann hier reinkommen, würden die Leitung rausnehmen oder neue legen, keine Ahnung, auf die Tische, Sand drüber, ne, über die Leitung und dann da die Jungpflanzenkisten drauf und einen kleinen Tunnel drüber bauen. Ja. Denk mal, da könnte man deutlich früher anfangen mit Jungpflanzen. Ja. Und dafür ist der Biomeiler richtig gut, glaube ich. Wir könnten sogar die Heizdinger nehmen, weil wir ja hier Solarstrom und so haben. Marius produziert ja total viel. Hätte ich jetzt auch kein Problem mit, das elektrisch zu machen. Ja. Genau. Aber warum nicht so? Nächster Punkt, wo wir dran sind, ist das Thema Energie in Form von Strom. Wir haben für unsere Pumpen und für Beleuchtung und Weidezaungeräte und alles Mögliche, für die Kühlung ist ein großer Punkt, haben wir einen relativ hohen Energiebedarf, einfach weil wir ein großer Betrieb mittlerweile sind. Und da sind wir jetzt dran und bauen gerade ein Inselnetz auf aus gebrauchten Photovoltaikmodulen, die nicht mehr ans Netz angeschlossen werden dürfen und die verschrottet werden würden und die wir dann praktisch nutzen für unsere Kühlung und für die Pumpen und wo wir somit die Möglichkeit haben, die Energie direkt ohne zusätzliche ökologische Kosten, weil wir sie im Endeffekt aus dem Schrott geholt haben, unseren Energiebedarf zu decken. Hat es gut funktioniert mit dem Biomeiler? Also ihr baut einen neuen? Wir sind erst angefangen mit einem ganz kleinen als reine Chicorée-Treiberei im Gewächshaus haben das Ganze jetzt erweitert und werden es jetzt nochmal wieder erweitern. Ja, es ist ein Prinzip, was gut zu unserem Betrieb und zu den Möglichkeiten, die wir hier haben, passt. Wir haben ziemlich viele Kopfweiden, die wir pflegen müssen, wo ziemlich viele Hackschnitzel anfallen, die sich sehr gut eignen, um sie über den Meiler zu Kompost weiter zu verarbeiten. Sehr schön. Vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen wir, dass ihr als Energielandwirte ausgezeichnet wurde. Auch das noch. Genau, das ist eine Auszeichnung. Ich fand es damals sehr schade, diese Auszeichnung
geht immer nur für Einzelpersonen und nicht für, für Organisationen. Und deshalb habe offiziell zwar ich diese Auszeichnung bekommen, aber im Endeffekt ist es eine Auszeichnung für den Hof und die Solawi. Weil diese ganzen Projekte sind nicht als Einzelpersonen irgendwie leistbar, sondern sie funktionieren nur, wenn da viele mitmachen. Genau, und da sind wir praktisch für das Gesamtenergiekonzept von Hof und Solawi sind wir ausgezeichnet worden, weil es so viele Aspekte hat, die ungewöhnlich oder ziemlich innovativ sind. Vielleicht gibt es uns noch einen kleinen Ausblick, wo soll es hingehen? Wo soll es hingehen? Wir nennen das Ganze eher ein qualitatives wie ein quantitatives Wachstum. Wir würden eigentlich gerne bei der Kulturauswahl noch mehr ausprobieren. Nicht unbedingt mehr Kulturen, sondern auch noch mal ungewöhnlichere Sachen anbieten. Wir haben noch keine komplette Vollversorgung unserer Mitglieder. Da gibt es schon noch so Lücken, wo es wenig gibt, ne? So die saure Gurkenzeit. Da würden wir gerne noch mehr machen. Wir machen nächste Woche zum Beispiel wieder eine große Sauerkrautaktion, weil die Kohlernte war super und es ist mehr Kohl, als wir direkt jetzt so einlagern könnten. Das heißt, in Bezug auf die Verarbeitung, die direkte Verarbeitung unserer Lebensmittel, die wir produzieren, das ist noch ein Schritt, wo noch Luft ist, wo wir noch mehr machen können. Genau, jetzt habt ihr hier ja für nächstes Jahr einiges in Planung, wollt ihr ein bisschen umstellen. Genau. Ja, wir finden das mit dem Market Gardening halt auch ziemlich cool und wollten einfach mal auf einer kleinen Fläche probieren, wie das so praktisch funktioniert, ne? Und da hat sich die hier angeboten. Das war Wiese, also ungenutzt sozusagen. Die habe ich letztes Jahr das erste Mal bearbeitet, gepflügt auch. Und dann gegen Quecke, also Maßnahmen gegen Quecke, das ganze Jahr über gemacht. Und hatte dann über den Winter Verzehrjahr drauf. Und dieses Jahr weiter mit Queckenbekämpfung und so. Und als das soweit ganz schön aussah, haben wir dann den Kompost drauf gefahren. Wie ist das Design geplant? Baumreihen alle 10 Meter. Ne, alle 10 Beete. Mhm. Genau. Und diese Market Gardening Beete, die 75 cm Beete. Wie lang? Kommt so quer, also so sozusagen. Und dann von vorne bis hinten. Also sind das 20 Meter oder so, 25. Nun habt ihr einige Erfahrungen gemacht, auch eben mit der Etablierung von Sachen, die keiner kennt, so in den staatlichen Stellen. Noch ein paar Tipps und Erfahrungen, vielleicht Fehler, die andere vermeiden können. Frühzeitiges Einbeziehen der öffentlichen und der offiziellen Stellen ist, glaube ich, sehr hilfreich. Da ist es auch hilfreich, das merken wir auch immer wieder, wenn man einen gemeinnützigen Status hat, das vereinfacht vieles, weil das ist so ein Gütesiegel irgendwie, was man auch den Leuten beim Bauamt, bei der Landwirtschaftskammer und so, was man denen auch ruhig mal vor Augen halten kann und wodurch manches einfacher wird. So. Und was ganz wichtig ist, ist gerade bei so innovativen, neuen Geschichten gucken, wer hat sowas in ähnlicher Form schon mal irgendwo gemacht und sich mit denen kurz schließen und sich da sozusagen Referenzen holen, auf die man sich beziehen kann. Weil die offiziellen Stellen, die haben einen großen Entscheidungsspielraum in ganz, ganz vielen Bereichen. Und sie haben erstmal Angst vor allem, was neu ist. Und wenn sie sich aber rückversichern können bei der anderen offiziellen Stelle in einem anderen Landkreis oder so, macht es vieles einfacher. Mhm. Und wir sind jetzt zum Beispiel in Bezug auf so Baugeschichten und so, sind wir jetzt mittlerweile dadurch an dem Punkt, dass wir jetzt direkt mit dem Baudezernenten uns zusammensetzen und sagen, hier, das haben wir vor, das wollen wir machen. Wie kriegen wir das hin? So, aber das war auch erst ein langer Weg. Ja, also auch da Beziehungsaufbau, ne, letztendlich. Ja. Also dass es da auch über die persönliche Ebene geht, wenn man wohlgesonnen miteinander umgeht, also nicht in die Konfrontation. Ja, und da kommt uns natürlich auch wieder zugute. Ne? Wir haben wieder Mitglieder,
die sind beim Kreis. So, ne? Und die können da auch auf dem kleinen Dienstweg Anfragen stellen und so. Und da auch wirklich sich das zunutze machen, auch im positiven Sinne, dass wir so viele verschiedene Mitglieder haben, die ja alle in anderen Bezügen auch unterwegs sind. Und dieses Netzwerk ganz bewusst auch einzusetzen und für die gute Sache zu nutzen, das ist, glaube ich, auch was gut funktioniert. Cool, super spannender Betrieb. Danke dir für deine Zeit und weiterhin gerne. Viel Erfolg. Ja, zwei Nutzungsrasse Coffee von der ÖTZ. Mhm. Die haben wir als sechswöchige Küken bekommen und haben dann selber weiter aufgezogen, also nachdem sie keine Lampe mehr brauchten. Und die Hähne natürlich auch. Die haben wir dann nach 4 Monaten geschlachtet. Mhm. Ungefähr 2 Kilo Schlachtgewicht. Das ist absolut in Ordnung. Also New Hampshire und Bresshühner. Und von dem Bress kommt das Gewicht und die Schnelligkeit. Mhm. Und jetzt haben mit 20 Wochen war 50% Legeleistung. Jetzt sind sie bei 70, 75 ungefähr. Mhm. Also legen jetzt seit 6 Wochen zum Stall. Da haben wir einfach ein altes Folienhaus gebraucht, das was wir liegen hatten, aufgestellt und dann später für die Hähnchen erweitert. Mhm. Da ist Photovoltaik drauf, weil die ja Schatten brauchen. Da hat sich das ganz gut ergeben. Quasi statt Schattierungsnetz. Ja, auf dem alten ist noch Schattierungsnetz und da kommt vielleicht auch noch Photovoltaik dran. Aber es ist nicht unbedingt zu empfehlen mit der Folie, denn wenn die sich streiten und flattern, dann geht doch immer wieder was kaputt. Mhm. Und also ist auf Dauer nicht empfehlenswert. Wir wollen es jetzt nur noch nutzen für die Aufzucht. Und da wollen wir versuchen, die zweijährig zu halten, also nur alle 2 Jahre Aufzucht. Und sollen mal sehen, was sie im zweiten Jahr bringen. Ne? Den Bauwagen, den bauen wir, also der wird innen ausgebaut und dann haben sie doch ein festes Zuhause. Und habt ihr euch da irgendwo was abgeschaut oder habt ihr eigene Ideen entwickelt? Ja, teils, teils. Also teils bei Rova ins Internet geguckt, da sieht man schon ein bisschen, wie die Inneneinrichtung ist. Mhm. Aber es wird spartanisch und den Hühnern reicht das, denke ich. Also Familienlegenester nehme ich mal an? Ja, ist noch nicht ganz raus. Wahrscheinlich Abrollnester. Ah, und dann so Reiter für die Stangen, zum Sitzen und ja, Futterautomaten. Wasser so lange wie es nicht friert draußen, dass es nicht nass wird drin und ist auch einfacher zu füllen. Futter kommt von Meier zu Bakum, Fertigfutter, Alleinfutter und dann füttern wir noch Hafer dazu. Erst haben wir Weizen dazu gefüttert, aber ich habe doch Angst, dass sie zu fett werden und der Hafer, der ist da doch ein bisschen angebrachter. Vielleicht schauen wir mal rein, wie er das mit den Nestern und so gelöst ja. hat. Kann man umbauen zu Fallnestern, weil ich erst mit den Bielefeldern züchten wollte. Aber das sind also die alten Hühner, die jetzt geschlachtet werden, zweijährigen. Und die sind im zweiten Jahr, bringen die fast nichts mehr. Ob es an der Haltung liegt, ich weiß es nicht. Aber das ist also miserabel und da hilft also Züchten auch nicht schnell. Nee, da brauchst du lang. Anteil, hat jedes Mitglied einen Eieranteil mit dabei? Oder? Nein, das läuft extra, also das kann man extra buchen. Kostet 10 Euro im Monat und das ist aber ein bisschen zu knapp. Da kriegen sie nämlich das Fleisch auch noch für. Und muss dazu sagen, du machst wahrscheinlich die Arbeit gerade ehrenamtlich. Nee, ich werde auch bezahlt
Und jetzt im nächsten Jahr, wo wir keine neue Aufzucht haben und nicht schlachten, da gibt es ein Plus. Aber dieses Jahr war es ein Minus. Ne? Wenn ich einen Eieranteil habe, dann muss ich ja in Anführungszeichen das Fleisch auch mitnehmen. Ja. War das dann ein Problem oder haben eigentlich alle gesagt, das ist cool? Nee, Probleme waren eigentlich nicht. Die haben sich das untereinander getauscht, dass einer das Hühnchen vom anderen mitgenommen hat und das haben die Leute untereinander geregelt. Dass die Vegetarier die Eier kriegen und die Fleischesser das Hähnchen. Wie macht das mit dem Fuchs? Ja, Fuchs war bis jetzt nicht da. Ja. Also du kriegst die Räuber jetzt über das Elektronetz eigentlich zumindest bis jetzt, ganz gut im Griff. Mhm. Ja. Und es ist außen um das ganze Gelände ist ein Schafzaun mit unten Kanickeldraht. Ja, der wohnt hier. Der hat sich hier eingenistet. Ach was? Mhm. Die Mutter ist, glaube ich, überfahren worden vor 2 Wochen. Ah. Seitdem sieht man die 2 Kleinen immer so ganz lost irgendwie hier überall. Und das ist gerade so ein richtiger kleiner Zoo hier um die Gewächshäuser rum mit den Igeln, Sunny und die Katzen. Sind die Katzen speziell hier angesiedelt? Ja, haben wir dieses Jahr gemacht. Ein bisschen. Genau. Weil die haben uns ganz schön viel Jungpflanzen angefressen. Letztes Jahr. Kürbis und Mais vor allem. Okay. Und da hatte ich keinen Bock mehr. Und dann haben wir die Katzen mal hier angesiedelt. Klappt auch gut bis jetzt. Ach, guck, hier ist der andere. Siehst du? Ach. Ja. Oh, zum Glück bin ich gerade drauf. Genau. Also, wann sieht man das mal? Ne? So mitten am Tag laufen die hier immer rum. Genau, das war der Kürbisacker. Der sah schlimm aus. Und wir haben richtig viel Kürbis runtergeholt nachher. Mhm. Das war eine super Aktion mit den Mitgliedern. Voller Erfolg, irgendwie überhaupt kein Mäuseschaden. Auch durch die Sitzstangen, denke ich mal. Die da direkt, 2 Stück, direkt am Acker. Aha. Dann hatten wir da ein Storchennest, wo 3 Jungstorche und die Eltern. Die hauen auch ordentlich was weg. Ja. Und in der Halle wohnt eine Schleiereule. Und da habe ich gehört, dass die richtig pro Tag irgendwie 30, 40 Mäuse oder so fressen. Ne? Mhm. Und irgendwie. Also die hätten beste Bedingungen gehabt hier, aber keinen Schaden. Mhm. Und ich wollte aber dann diesen Unkrautdschungel unbedingt weghaben. Da habe ich sofort freigeräumt und gepflügt. Mhm. Genau. Und mit dem Pflügen, bei unserem Boden geht es noch nicht ohne, würde ich sagen. Mhm. Der ist so schwer und also ich bin auch nicht so gegen das Pflügen irgendwie. Und dass der jetzt so ein halbes Jahr offen liegt, ist nicht ganz so toll, aber ich habe das Gefühl, dass dem Boden hier diese Frostgare richtig gut tut, ne? Dass diese harten Klumpen also richtig auseinandergesprengt werden. Integriert ihr Zwischenfrüchte so? Genau? Ja, so viel wie geht, ne? Also sobald abgeerntet ist, vorbereiten und dann neu aussehen. Wir haben jetzt, Wickroggen ist auf jeden Fall ein Punkt. Und dann verzähl ja viel Ackerbohnen, habe ich oben bei den Kartoffeln. Mhm. Wie machst du das jetzt gerade? Also welche Technik hast du überhaupt zur Verfügung? Zum Aussehen? Ja. Also streuen von Hand. Eine Walze und einarbeiten eigentlich auch mit dem Grubber einfach nur, ne? Mit so einem flachen Grubber. Federzinken, dass du einmal drüber gehst. Genau. Und dann nochmal. Flach einarbeiten und dann mit der Walze drüber. Mhm. Das geht meistens ganz gut. Ja. Genau. Also hier seid ihr im Freiland dann jetzt noch einen ganz normalen Beetanbau. Ja, mit der Bärtschieder, mit der Beetfräse. Pflanzmaschine haben wir. Haben dieses Jahr viel von Hand gepflanzt, weil es oft zu nass war. Also der Boden ist einfach schwer, sowieso schon. Hat nach so 18, 20 cm eine Lehmschicht, das glaubst du nicht. Also da läuft gar nichts ab. Das ist wie Beton da unten drin. Okay. Und in so einem nassen Jahr wie diesem haben wir dann Stellen im Acker, wo es so ein bisschen eine Senke hat oder flacher ist oder so. Da stand sozusagen das ganze Jahr über das Wasser. Und hast du dann noch Hacktechnik und so? Wir haben einen Geräteträger mit Häufelgerät. Das habe ich am meisten benutzt. Sonst bin ich eigentlich Fan von der Radhacke, mache viel von Hand. Mhm. Und für den Kohl, da haben wir gehäufelt. Ja. Genau. Und wir haben auch Hacktechnik 3-Reich. Mhm. Ich habe dieses Jahr gar nicht benutzt, gar nicht. Weil du nicht reinfahren konntest, oder? Auch zum Teil, aber auch einfach, weil ich mit der Radhacke, ich finde es wird sauberer, wenn ich mit der Radhacke mache. Wenn du da ein bisschen Übung hast, ne, und so ein bisschen in die Reihen mit rein, wird das sauberer, finde ich, und ja, bodenschonender. Mhm. Ja, wir haben viel mit Blühmischung und Blühstreifen gemacht dieses Jahr. Letztes Jahr hatte ich einfach einen Block, wie eine Gründüngung, als Insektenblühstreifen. Aber fand ich jetzt nicht so toll. Und dieses Jahr hatte ich versucht, so Blühinseln über den ganzen Acker zu verteilen. Das hat geklappt, finde ich. Also ich fand es gut.
Wäre aber noch besser gewesen, wenn das nicht so ein nasses Jahr gewesen wäre und so. Und dann irgendwie ging das mit der Pflege alles nicht so gut. Und dann ist das untergegangen ein bisschen. Aber ich fand es optisch halt schöner. Und ich glaube, für die Insekten ist das auch geiler, wenn die so Inseln überall haben. Voll. Mhm. Ich glaube, Insekten teilweise 15 Meter brauchen die. Also ist Abstand. Wenn du dann in einem Eck irgendwie es hast, dann... Genau. Genau, und das haben wir locker gehabt. Also wir hatten bestimmt alle 10 Meter war irgendwas, irgend so ein Hotspot oder so. Ne? Auch mit, also das war in der Jungpflanzenanzucht mit drin. Ich habe da richtig in Quickpots mit ausgesät und dann einfach in die Kulturen mit reingepflanzt. Immer so 10 Meter ins Beet mit rein. Mein Besuch bei der Solavifaushof geht zu Ende. Ein spannender Betrieb wieder. Ich denke, besonders ist vor allem die Genossenschaft als gemeinnützige Organisation. Auch der Aspekt auf die ganze Energie-Ressourcengeschichte erlebe ich hier als einen sehr starken Schwerpunkt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit der neuen Entwicklung, auch mit der Etablierung des Market Gardens. Wie sich zeigt, ist auch nach 5 Jahren noch die Mitgliederpartizipation sehr hoch und die Einbindung auch eben den Betrieb, die Solavi speziell als Genossenschaft auszurichten und nicht in den bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb zu integrieren, durchaus bemerkenswert. Herzlichen Dank fürs Dabeisein, euer Urs. Ja.